Hallo und herzlich willkommen bei Ahrens und Sieberts, Ihrem Pflanzenexperten. Heute geht es um Wurzelware, also Pflanzen, die Sie ohne Erdballen, also mit losen Wurzeln kaufen und direkt einpflanzen müssen. Gehölze wie Heckenpflanzen und Obstbäume werden so angeboten und Rosen natürlich. Die Pflanzung ist ähnlich. Und so pflanzen Sie Wurzelware richtig. Nehmen wir die Rose. Als erstes wässern Sie den neuen Gartenbewohner erstmal, wenn möglich über Nacht. Wichtig, alle Wurzeln müssen mit Wasser bedeckt sein. Jetzt folgt der richtige Pflanzschnitt. Kürzen Sie zunächst die Wurzelspitzen ein. Dann schneiden Sie die Triebe um ein Drittel herunter. Tipp: Gönnen Sie sich eine gute Rosenschere, die glatte Schnitte ermöglicht. Quetschungen nimmt Ihnen jede Pflanze übel. Das Pflanzloch sollte so tief sein, dass die Wurzeln beim Einsetzen nicht geknickt werden. Die Veredelungsstelle muss bei Rosen 2 bis 3 Finger breit mit unter die Erde. Bei Obstgehölzen darf sie nicht unter die Erdoberfläche. Das Erdloch wieder zuschütten. Und dann heißt es Wassermarsch. Das sogenannte Einschlemmen sollte sehr gründlich geschehen. Im Herbst wird als Winterschutz die Pflanze angehäufelt. Anschließend gleichmäßig feucht halten. Unsere Tipps gelten natürlich auch für andere wurzelnackte Pflanzen und Gehölze. Im Prinzip sind es diese 5 Arbeitsschritte, die zum Erfolg führen. Erstens, richtigen Standort auswählen und den Boden vorbereiten. Für Gehölze im Garten den Boden umgraben, eventuell mit Hilfsstoffen oder Kompost lockern. Zweitens, wässern. Stellen Sie die Wurzelware für mindestens 1 Stunde in einen Eimer mit Wasser. Drittens, einkürzen. Wurzeln unten und die Triebe oben um 1/3 einkürzen. Viertens, pflanzen. Das Pflanzloch sollte so tief sein, dass die Wurzeln nicht knicken. Fünftens, angießen. Anschließend feucht halten. Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis. Kunst- oder mineralischer Dünger gehört auf keinen Fall mit in das Pflanzloch. Er verbrennt nur die Wurzeln und Ihre Pflanze würde verkümmern. Aber organische Dünger, zum Beispiel Hornspäne, sind sehr gut geeignet. Sie sehen, wurzelnackte Pflanzen zu setzen ist nicht schwer, wenn man ein paar Tipps beherzigt. Ahrens und Sieberts wünscht Ihnen viel Freude dabei.